Jesus sagt, ihr seid Kreaturen des Lichts und ich stelle eure kindliche Reinheit wieder her. 14. Oktober 2016, Worte von Jesus an Schwester Claire, übersetzt und gesprochen von Jackie. Jesus begann, wie ich den Tag herbeisehne, wo all meine Kinder endlich sehen, wer der Vater wirklich ist. Claire, jeder hat eine andere Art, sich mit ihm zu verbinden. Aber du hast Kleinheit gewählt für dein Leben und Kleinheit muss mit unendlicher Zärtlichkeit behandelt werden. Sie ist zerbrechlich, zart und empfindsam. Das eigentliche Wesen der Liebe. Sie ist verwundbar und einfach zu erschüttern. Das ist der Grund, warum ich so viele von euch aus der Welt herausgerufen habe, von den Medien und der sündhaften Unterhaltung. Ich stelle eure kindliche Reinheit wieder her. Ich schwemme die Kruste weg, die eure Herzen umhüllt hat und die euch so gefühllos gemacht hat gegenüber mir und für die Stimme und den Atem der Schöpfung. Während ihr gereinigt werdet von den Wegen der Welt, werdet ihr anfangen, eine zunehmende Liebe zur Schöpfung zu fühlen. Für beide, jene, die in unserem Bild erschaffen sind, und die Welt der Natur, die Bäume, Pflanzen und Tiere. Euer Wunsch, mit meiner Schöpfung zu kommunizieren, wird anfangen, aufzublühen und erfüllt werden. Ich hatte diese Beziehung im Garten beabsichtigt, aber nach dem Fall musste ich meinen Kreaturen die Angst vor dem Menschen einflößen. Ihr werdet feststellen, dass Angst im Himmel nicht mehr existiert. Und dann wurde ich an eine Schriftstelle erinnert. Die Angst und das Grauen vor euch ist auf jedem Tier auf der Erde und auf jedem Vogel im Himmel, auf allem, das auf dem Boden kriecht und auf allen Fischen des Meeres. In eure Hand sind sie gegeben worden. 1. Mose 9,2. Jesus fuhr weiter, aber auch jetzt wächst diese Gabe der Liebe. Während Menschen anfangen, alle Kreaturen als Wunder der Schöpfung zu sehen und sich rührend um sie zu kümmern, lieber als sie auszubeuten. Ihr, meine Leute, werdet in eurer Fähigkeit zunehmen, mit meiner Schöpfung zu kommunizieren, während ihr mir näher kommt. Wenn ihr sagt, etwas liegt in der Luft, dann nehmt ihr die Bewegungen meiner Schöpfung wahr, die Bäume, die Blumen, die Gräser und Tiere. Ihr hört ihre Gedanken in eurem geistigen Herzen. Auch sie sehnen sich nach der Erlösung und nicht ein Tag vergeht, wo sie nicht auch leiden, genau wie ihr leidet, wie Paulus es geschrieben hat. Ich denke, dass unsere gegenwärtigen Leiden es nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die in uns offenbart sein wird. Denn die intensive Sehnsucht der Schöpfung wartet eifrig darauf, dass die Kinder Gottes offenbart werden. Denn die Schöpfung war der Sinnlosigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern wegen ihm, der sie unterwarf. In Erwartung, dass die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Gefangenschaft gegenüber der Verdorbenheit, in die geschätzte Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammenstöhnt und die Schmerzen der Geburt zusammen erleidet bis jetzt. Römer 8, 18-22. Und so seht ihr teilt ein gemeinsames Band als Brüder und Schwestern.
dir aus dem Schoß des Vaters hervorgegangen seid. Und deshalb ist es so wichtig für euch, dass ihr das respektiert, was euch gegeben wurde, und euch gut darum kümmert. Kein einziger Tag vergeht, wo nicht eines in meiner kostbaren Schöpfung missbraucht oder mutwillig getötet wird, weil Satan alles, was ich erschuf, zu einem Ziel für seinen Zorn gemacht hat, aber besonders die krönende Herrlichkeit, die Menschheit. Das ist, warum die Erde zerstört wird. Er macht weiter, sich an mir zu rächen, weil ich ihn aus dem Himmel verbannt habe und weil er niemals gleich sein wird wie ich oder höher als ich. Ich bitte euch noch einmal, dringend, meine Kinder, die ihr eingetaucht seid in die Dunkelheit dieses Zeitalters. Satan hat euch Versprechen gemacht, aber genau wie er euch beigebracht hat, zu lügen, zu stehlen und zu betrügen, werdet ihr sehen, dass er euch angelogen, bestohlen und betrogen hat, betreffend eurer Belohnung für eure geleisteten Dienste. Versteht, die Zeit wird aufgerollt sein, wie eine Schriftrolle, genau wie es die Erde sein wird, und Zeit wird nicht mehr existieren. Und all die leeren Versprechungen, die euch gemacht wurden über ein Königreich in anderen Dimensionen und Zeiten, werden als das offenbar werden, was sie sind. Lügen. Meine Kinder, wie kann eine auserlesene Frucht von einem Baum voller Würmer hervorgehen? Wie könnt ihr Böses säen und erwarten, Gutes zu ernten? Seht ihr nicht, dass ihr von allem, was ihr anderen angetan habt, zu jener Stunde heimgesucht werdet, und Satan wird euch verspotten, während seine Dämonen an eurem Fleisch reißen und zerren? Ein gesunder Menschenverstand sollte euch darauf hinweisen, dass jede Tat eine gleiche und eine gegensätzliche Reaktion hat. Die einfache Logik sollte euch offenbaren, dass ihr keinen bösen Samen säen könnt und eine auserlesene Ernte mit guten Früchten einbringen. Bitte, meine Kinder, bitte! Dreht euch weg von diesen Lügen und ich werde euch vergeben und euch in meinem Blut reinigen. Ihr wurdet belogen und ein Feuersee erwartet euch, wenn ihr nicht Buße tut. Das einzig Gute, das möglicherweise zu euch kommen kann, ist meine Vergebung, meine Erlösung und das reale Geschenk des Himmels. Bitte denkt nach. Die Zeit wird nicht mehr sein. In keiner Dimension, was euch erzählt wurde, ist voll von Lügen und Täuschungen. Wut, Verbitterung, Vergeltung und Eifersucht haben euch geblendet. Tretet für nur einen Moment heraus aus euren Emotionen und verhärteten Herzen und denkt über den Charakter von jenem nach, welchem ihr dient. Ich spreche jetzt euch an, meine Diener und Liebhaber, betet für diese, die so geblendet und verkrüppelt sind von der Verbitterung, dass sie nicht sehen können. Doch ich schenke ihnen Möglichkeiten zu sehen, einen flüchtigen Blick, um Buße zu tun. Bitte betet für sie. Da gibt es viele Dinge, die meinen Hungrigen jetzt offenbart werden. Dies ist, warum ich euch gebeten habe, euch immer mehr von der Welt zu trennen. Was ich für euch habe, ist wirklich jenseits eurer wildesten Vorstellungen. Viele Christen leben im Dunkeln darüber, was physisch möglich ist für jene, die glauben. Während ihr immer verflochtener werdet mit meinem Wesen, inniger verbunden im Herzen, und in Gedanken werde ich euch die Natur der Schöpfung offenbaren und die Macht, die ihr über sie habt,
da ihr in meinem Bild erschaffen worden seid. Da stehen Wunderdienste zur Verfügung für jene, die vorbehaltlos lieben, jene, die mit ihrem ganzen Herzen lieben und nur dafür leben, mich zu erfreuen. Diese Dinge existierten immer, aber jetzt kommen sie zum Vorschein, wie niemals zuvor. Aufgrund eurer Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren und wegen der Kürze der Zeit. Ja, ihr seid Kreaturen des Lichts, die alles verwandeln, was sie berühren, bis zum Grad, wie ihr liebt, wie ich liebe, bis zu jenem Grad werden Wunder geschehen. Sagte ich nicht, dass ihr größere Dinge als das tun werdet? Johannes 14,12. Aber meine Leute, jagt nicht Wunder nach, jagt mir nach. Erachtet die Ausführung der Wunder nicht als wertvoller, als Gemeinschaft zu haben mit mir. Ja, am stillen, dunklen Ort, wo meine verwandelnde Kraft euch besucht. Die begehrte Gnade ist immer noch meine Gegenwart, nicht die Wunder. Sie sind die natürliche Folge der Ereignisse, welche aus eurem Wunsch hervorgehen, mich zu kennen, wie ich zu sein und auf dieser Erde zu wandeln, wie ich es tat. Und dies ist der Weg, wie ich es in euch vollziehe. Einige von euch haben bemerkenswerte Fortschritte gemacht mit der Gnade. Tragt diese Lasten wohl, meine Lieben. Ich habe so viel mehr für euch. Wisst ohne Zweifel, dass diese Aussage wahr ist. Ihr könnt niemals mehr geben als der Herr.